Was ist ein medizinisches Versorgungszentrum und stellt eben dieses medizinische Versorgungszentrum die Einzelpraxis vor unlösbare Probleme in der Zukunft? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute in unserem Podcast mit meinem Interviewpartner, dem Assessor und Wirtschaftsberater Jörg Weißmann. Und deshalb herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Business Doc Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und praktischem Support. Aber auch erfahrene und etablierte Mediziner finden hier kostbare Informationen für ihre Praxis und für ihr Unternehmen. Unser Anspruch: Wir machen den Arzt zum Unternehmer. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine Mail an info@businessdoc.online. Boah, jetzt bin ich so außer Puste, weil ich das alles so vorgelesen habe. Jetzt kann ich kaum noch meinen Gast begrüßen. Herzlich willkommen erstmal Jörg Weißmann. Ich freue mich wirklich sehr, Jörg, dass das heute geklappt hat mit uns beiden. Ja. Für Jörg und mich verbindet eine ganz besondere Beziehung. Ich kann sagen, Jörg ist wirklich einer meiner beruflichen Lebensmentoren. Als ich vor knapp 17 Jahren mit dem Thema Arzt und Gesundheit zusammengekommen bin, war Jörg derjenige, der mich wirklich an die Hand genommen hat und der mich sehr, sehr behutsam in dieses Thema eingeführt hat. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute nochmal zusammenkommen, um ein sehr spannendes Thema zu sprechen, nämlich um das Thema des medizinischen Versorgungszentrums, also etwas, was wirklich in der Zukunft von dem einen kritisch, aber von dem anderen mit sehr viel Wohlwollen betrachtet wird. Ich möchte Jörg aber noch einmal offiziell vorstellen, bevor es dann in die Frage- und Antwortrunde geht. Jörg Weißmann ist heute verheiratet, 58 Jahre alt und ist in Duisburg geboren. Er lebt heute in der Nähe von Bonn und Köln am Rhein. Ist das richtig, Jörg? Ja, in Bonn. Genau. Hat in Bielefeld und Münster Rechtswissenschaften studiert und ist seit 29 Jahren, er hat mir hintergeschrieben, mein halbes Leben als Ärzteberater bei der ASI Wirtschaftsberatung tätig. Und da ist eben auch unsere gemeinsame berufliche Schnittmenge. Jörg sieht sich heute als Berater im Gesundheitswesen, da er eben unter anderem Ärzte, Krankenhäuser und eben auch die genannten medizinischen Versorgungszentren berät. Privat interessiert sich der gebürtige Duisburger eben für die Geschichte und insbesondere für die Geschichte des Duisburger Nordens, und er hat vor ungefähr 7 Jahren einen Heimat- und Geschichtsverein gegründet in Duisburg, der heute über 430 Mitglieder hat. Und Jörg gehört in Duisburg unter anderem zum Beirat der Mercator-Gesellschaft an, also auch noch sehr, sehr kulturell und auch sozial engagiert. Und ich weiß, es gibt noch 2 Leidenschaften von Jörg. Die eine sieht man, wenn man hinter ihn blickt, da sind nämlich Bücher und das Thema Lesen. Ich glaube tatsächlich, wenn die da stehen, dass der Jörg auch alle gelesen hat. Ich glaube nicht, dass die nur so im Regal stehen. Und das andere aber ist, alle nicht, würde ich lügen. Alle nicht, okay. Das andere Thema ist das Thema Kochen, eine andere Leidenschaft. Das weiß ich auch sehr, sehr gerne. Du bewirtest gerne deine Gäste und deine Frau. Und auch ein sehr, sehr schönes Thema. Ja, Jörg, herzlich willkommen hier im Business Talk Podcast. Damit ich mal wieder ein bisschen zu Atem komme, erste Frage an dich, mit deinen eigenen Worten: Wer ist Jörg Weißmann? Wie sieht so dein Tagesablauf beruflich und privat aus? Ja, der Ablauf ist sicherlich nicht so der typische eines Ärzteberaters, wenn er bei der ASI Wirtschaftsberatung anfängt, weil man natürlich anfänglich erstmal in der klassischen Niederlassungsberatung tätig ist. Bei mir ist es so, dass ich größere Krankenhäuser und medizinische Versorgungszentren berate. Das heißt, ich bin halt auch viel in der gesamten Bundesrepublik unterwegs, auch dann halt nicht nur für meine eigenen Mandanten, sondern auch für Kollegen, wie beispielsweise Düsseldorfer Kollegen, die mich dann gebeten hatten, zu dem Thema MVZ-Beratungen durchzuführen. Von daher bin ich dann 2-3 Tage in der Woche an meinem Stammsitz in Essen und 1-2 Tage in der Woche eigentlich immer irgendwo unterwegs zu Praxen, Krankenhäusern, MVZs. Und wie schaffst du es, also gerade wenn du so viel unterwegs bist, das interessiert natürlich auch immer, wenn man weiß, du hast gesagt, du bist 58, dass man auch irgendwie immer ein bisschen Privatausgleich braucht, um wieder ja zu entspannen, runterzukommen. Du führst anstrengende Gespräche, das ist ja auch auf einem hohen rechtlichen, standesrechtlichen Niveau, die Vorbereitungszeit ist immer lang dafür. Wie nimmst du dir die Zeit und was machst du so im privaten Bereich, damit du wieder ein bisschen entspannen kannst? Versuche einen gewissen Ausgleich hinzubekommen, indem ich halt meinem Hobby auch nachgehe. Das Hobby hattest du in der Einleitung kurz erwähnt. Ich bin sehr
Heimat- und Geschichtsinteressiert und interessiere mich insbesondere für die Stadtteile, in denen ich 20 Jahre groß geworden bin und habe dort einen Heimat- und Geschichtsverein, für den ich regelmäßige Stadtführungen durchführe, aber natürlich auch in Archiven recherchiere. Und aus dem Grunde suche ich dort den Ausgleich. Das ist für mich im Grunde genommen die Möglichkeit, um auch abzuspannen, mich dann halt auch mit vielen Menschen auf den Führungen zu unterhalten, aber natürlich auch in den Archiven zu forschen und auch dann entsprechend heimatgeschichtliche Dinge zu publizieren. Schön, das ist an dich, ist ja wirklich ein schönes Thema, gerade weil man da wahrscheinlich auch sehr viele Fragen bekommt, die bezogen auf die Region, in der man aufgewachsen ist, auch gerne aufgewachsen ist, wenn man das weitergeben kann, auch so eine geschichtliche Entwicklung, die du ja wahrscheinlich dann auch teilweise miterlebt hast oder mitbegleitet hast, wenn man da auch noch, wenn man das zum Hobby machen kann, sehr, sehr schön, gerade wenn man einen schönen, auch einen guten geschichtlichen Hintergrund hat. Das ist wohl wahr. Jetzt bist du ja Jurist. Du hast gesagt, du hast Rechtswissenschaften studiert, arbeitest ja jetzt oder bist eigentlich dann erstmal aus der Juristerei in Anführungsstrichen raus, hast dich erstmal dem Thema Wirtschaftsberatung genähert. Wie bist du als Jurist in die Beratung von Medizinern gekommen? Es standen dir ja viele Wege offen. Ja, das ist richtig. Also geprägt wurde ich in meiner Referendarzeit in Krefeld. In der Referendarzeit hatte ich neben den obligatorischen 6 Monaten, die man bei einem niedergelassenen Kollegen halt absolvieren muss, hatte ich dort den großen Vorteil, dass dort sehr viele medizinrechtliche Mandate bestanden, in die ich dann teilweise nur hineinschnuppern konnte, aber natürlich auch so ein Gefühl dafür bekam, welche Fragestellungen kommen dort auf die Juristen zu. Da ging es insbesondere dann um die Regelung der Praxisnachfolge. Das heißt, dass die älteren Kollegen bei meinem Seniorpartner dann mit der Fragestellung kamen, ich habe hier einen jungen Kollegen aus dem Krankenhaus, der möchte gerne meine Praxis übernehmen. Das war in der Referendarzeit für mich der erste Einstieg. Und dann muss ich dazu sagen, kannte ich aufgrund meines Studiums in Münster auch die ASI Wirtschaftsberatung. Die konnte man in Münster eigentlich gar nicht verfehlen, weil sie direkt am Schlossplatz an der Ecke Frauenstraße ihre Geschäftsstelle hatte. Dort habe ich mich dann speziell auch als Rechtsreferendar beraten lassen, wusste, dass es aber halt eben dort auch speziell eine Wirtschaftsberatung für Ärzte gab und habe dann nach meinem zweiten Staatsexamen eine Anzeige gelesen, dass gerade in Essen ein Jurist für die Ärzteberatung gesucht wird. Und so hatte ich dann den leichten Einstieg und wollte zumindest erstmal die ersten Erfahrungen dann auch bei der ASI Wirtschaftsberatung sammeln. Und du hast es in der Einleitung vorweggenommen. Jetzt bin ich mein halbes Leben, 29 Jahre dort und auch nach wie vor sehr glücklich und zufrieden mit meiner Arbeit. Ja, ich glaube, also erstmal gut, jetzt kenne ich dich aus der täglichen Arbeit heraus. Das merkt man dir auch an. Also gerade dieses Thema Beratung und du hast mich ja auch damals begleitet in dieses Thema Niederlassung und Praxisgründung und ich durfte anfänglich bei vielen Gesprächen dabei sein, um selber zu lernen und eben mir auch das anzueignen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man jungen Kollegen diese Möglichkeit gibt. Wenn du jetzt aus deiner unternehmerischen Sicht schaust, hat sich das einfach entwickelt bei dir? Also gerade jetzt diese weitere Spezialisierung, wir kommen jetzt gleich auf unser eigentliches Thema der medizinischen Versorgungszentren. Also das ist ja nochmal wieder ein Teilbereich daraus. Ja, also das hat sich, wie du richtig sagst, Oliver, auch erst im Laufe von vielen Jahren entwickelt. Also für mich war die klassische Niederlassungsberatung, wie ich sie vorhin erwähnt hatte, dass ein Kollege auf eine andere Kollegin oder Kollegen überträgt, war natürlich mein Kerngeschäft, aber es hatte mich dann immer schon gereizt, wenn darüber hinausgehend größere Vorhaben geplant wurden, sei es, dass größere Gemeinschafts- oder Praxisgemeinschaften gegründet wurden oder aber wie dann die ersten Anfänge da waren mit Gesundheitszentren, Ärztehäusern, hat mich das natürlich immer mehr gereizt und es war für mich auch wichtig, mich zu spezialisieren und das habe ich dann schwerpunktmäßig natürlich seit 2004, nachdem im 5. Sozialgesetzbuch die MVZs entsprechend implementiert waren, dann habe ich mich natürlich auch auf diese besondere Form dann halt
auch spezialisiert. Mhm. Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Es hat ja sehr viele Veränderungen gegeben. Also gerade der standesrechtliche Bereich hat sich für den Arzt, für die Ärztin, für das Thema der ambulanten Versorgung ja sehr, sehr stark verändert in den letzten 15 Jahren, schon sehr, sehr extrem. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu dem, was die Jahre davor passiert ist, welche Möglichkeiten hat man da? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht mal zusammenfassen, welche Veränderungen die Branche so mitgemacht hat, ohne Wertung vielleicht, aber doch so eine Richtung vorgeben? Also, ich sag mal, die für mich gravierende Änderung durch die Einführung 2004 der medizinischen Versorgungszentren ist sicherlich darin zu sehen, dass es ja bisher in sogenannten Ärztehäusern oder auch Gesundheitszentren in der Regel eigentlich immer ausschließlich Ärzte waren, die dort involviert waren, sicherlich auch abgerundet durch Apotheker, die sich gerne in solchen Ärztehäusern mit eingebracht haben. Aber es war bis dato eigentlich immer so, dass es ausschließlich die Ärzte selber waren. Durch die Einführung der medizinischen Versorgungszentren sind natürlich andere Spieler aus dem Gesundheitswesen mit auf den Markt gedrängt. Das waren von Anfang an natürlich auch Kliniken, Krankenhäuser, die sich damit beschäftigt haben, insbesondere natürlich im Laufe der Jahre auch große private Klinikketten, die sich dann für dieses Thema interessiert haben. Und dadurch ist natürlich für den niedergelassenen Arzt eine ganz andere auch Situation in der ambulanten Versorgung entstanden, weil er sich jetzt halt nicht nur mit seiner Einzel- oder Gemeinschaftspraxis in Konkurrenz sieht, natürlich zu ganz anderen Strukturen, die natürlich auch eine ganz andere Ausstattung haben. Und das hat schon auch die gesamte ambulante Versorgung nicht nur zum Vorteil, sondern auch in vielen Bereichen zum Nachteil verändert, wie ich es in vielen Städten, wo ich MVZs begleitet habe, mitbekommen habe. Das hat natürlich insbesondere, und damit möchte ich einfach auch einen großen Nachteil aufzählen, dass es in der ambulanten Versorgung zum Wegbrechen von der patientennahen Versorgung kommt, weil natürlich viele Vertragsarztsitze dann nicht mehr an den Standorten der bisherigen Praxen verbleiben, sondern konzentriert werden in derartigen medizinischen Versorgungszentren, was für die patientennahe Versorgung nicht vorteilhaft ist, sondern ganz im Gegenteil. Ja, dieses Thema möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal aufgreifen. Ich wollte nur dich bitten, vielleicht nochmal für diejenigen, denen diese Begrifflichkeit medizinisches Versorgungszentrum jetzt nicht so geläufig ist, kannst du vielleicht einfach noch mal kurz erklären, was ist ein medizinisches Versorgungszentrum und welche Möglichkeiten ergeben sich zum Beispiel für Krankenhäuser auch daraus? Also auch da hat schon seit 2004 eine Entwicklung stattgefunden. Es war bis vor 2 Jahren so, dass es immer 2 unterschiedliche Fachrichtungen sein mussten, die sich zusammengefunden haben, um ein medizinisches Versorgungszentrum gründen zu können. Das hat sich jetzt insofern verändert, dass es mittlerweile so ist, dass sogenannte Mono-MVZs auch gegründet werden. Das heißt also auch Kollegen gleicher Fachrichtung haben heute mindestens 2 Kollegen müssen sich zusammenschließen, die Möglichkeit, ein sogenanntes medizinisches Versorgungszentrum zu gründen. Das heißt, es muss nicht immer so sein, wie vielleicht viele Ärzte meinen, dass es große Zusammenschlüsse sind, sondern schon das Zusammentun 2 Kollegen gleicher Fachrichtung wären in der Lage, ein solches medizinisches Versorgungszentrum zu gründen. In der Regel ist es natürlich... Darf ich kurz rein? Ja. 2 Ärzte können ein medizinisches Versorgungszentrum gründen. Jetzt würde ich mich fragen, wo ist da der Unterschied zu einer Gemeinschaftspraxis oder zu einer Praxisgemeinschaft? Gravierende Unterschiede gibt es in der Hinsicht nicht. Mit einer, ich sage bewusst in der heutigen Zeit, wichtigen Ausnahme, nämlich einem Vorteil, den das MVZ gegenüber der Gemeinschaftspraxis hat, ist dergestalt, dass es für die Gemeinschaftspraxis möglich ist, einen Vertragsarztsitz auch zu halbieren. Das heißt, aus einem Vertragsarztsitz jeweils zu 20 Stunden einen halben Vertragsarztsitz mit einem halben Versorgungsauftrag zu machen. Hier liegt ein nicht unerheblicher Vorteil bei den medizinischen Versorgungszentren, weil sie haben die Möglichkeit,
aus einem halben Sitz zusätzlich auch Viertelsitze zu machen. Okay. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so spannend an, aber wenn wir uns natürlich in der heutigen Zeit auch anschauen, wie es in der ambulanten Versorgung aussieht, dass ein sehr, sehr großer Anteil von Frauen in die gesamte Weiterbildung hineingegangen sind, dass wir also insofern auch von der Lebensplanung der Ärztinnen her auch die Möglichkeit der Flexibilität von Arbeitszeiten bieten müssen, dann sehe ich das bei den MVZs, die ich im Moment betreue, als sehr, sehr großen Vorteil an, weil es sehr viele Frauen gibt, die erstmal auch nur für 10 Stunden Einstieg suchen und mit einer solchen Viertelstelle in einem MVZ problemlos die Möglichkeit haben, anzufangen, wieder reinzukommen, keine Dienste zu haben. Das ist für mich eigentlich im Moment der wichtigste Vorteil, den ein MVZ gegenüber einer Gemeinschaftspraxis bietet. Das heißt also grundsätzlich, wenn ich als Arzt oder wenn ich mit einem Kollegen eine Gemeinschaft gründen will, wie die zunächst aussieht, hätte ich die Wahl, gründe ich ein medizinisches Versorgungszentrum mit zu zweit, auch eine Monostrukturierung hast du gesagt, also zwei Ärzte gleicher Fachrichtung können ein medizinisches Versorgungszentrum gründen. Könnte ich mir überlegen, ob ich eine Gemeinschaftspraxis gründe oder ob ich das Thema medizinisches Versorgungszentrum nehme. Dann muss ich später noch überlegen, wenn ich vielleicht andere Voraussetzungen schon habe. Ich weiß, ich möchte mehrere Ärzte auf eine Facharztstelle anstellen. Könnte ich im MVZ aus einer Stelle 4 Sitze machen, weil ich das Viertel. Das könnte ich im ambulanten Bereich in der Gemeinschaft eben nicht. Also das mal so als Hauptgrund rauszustellen. War das immer so oder hat es auch da eine Entwicklung gegeben? Nein, also diese Möglichkeit der Viertelung, also 0,25er Stellen daraus zu machen, war von Anfang an gegeben. Das war aber aus meiner langjährigen Berufserfahrung zu Anfang noch nicht ein so wichtiger Aspekt, wie er sich im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat. Mhm. Also zu Anfang spielte eigentlich die Möglichkeit, auch Viertelstellen zu machen, bei der Gründung von den Projekten, die ich begleitet habe, wirklich nur eine völlig nebensächliche Rolle. Das hat sich also gerade in den letzten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren ganz gravierend verändert. Da spielt gerade diese Flexibilität der Anstellung eine ganz, ganz wesentliche Rolle bei vielen Gesprächen, wenn es dann auch um Bewerberinnen geht, bei denen ich dann teilweise auch involviert bin, spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Okay, das bedeutet also, da wäre nur ein kleiner Unterschied. Warum ist das MVZ denn für ein Krankenhaus interessant? Interessant ist es natürlich deshalb, weil so aus dem stationären Bereich her eine Verzahnung in den ambulanten Bereich stattfindet. Mhm. Das hat es auch schon seit den Möglichkeiten, MVZs zu gründen für Krankenhäuser gegeben. Aber man muss schon dazu sagen, dass gerade in den letzten Jahren verstärkt Krankenhäuser MVZs wieder gründen, weil man natürlich zwei Aspekte sehen muss. Zum einen ist es natürlich interessant für das Krankenhaus, insbesondere fachärztlich geführte MVZs zu gründen, weil dort in der Regel dann halt auch Disziplinen sind, die für die Belegung der Krankenhäuser von großer Bedeutung sind. Das ist der eine Aspekt. Zum anderen ist es aber gerade auch für mich in einem Projekt, was ich jetzt seit über 2 Jahren begleite, so, dass das Krankenhaus angesprochen wurde hinsichtlich der hausärztlich tätigen Kollegen, dass sie keine Nachfolger finden. Mhm. Und natürlich war dann die grundsätzliche Überlegung fürs Krankenhaus, was würde es für uns bedeuten, wenn diese hausärztlichen Praxen in der Versorgung wegbrechen und damit aber auch Zuweiser wegbrechen. Mhm. Da ist es deshalb von besonderer Bedeutung gewesen für das Krankenhaus, sich auch dafür zu entscheiden, hausärztliche Praxen in eine MVZ-Struktur zu übernehmen. Aber jetzt kommt für mich eigentlich der Hauptsatz, diese Praxen aber in den bisherigen Räumlichkeiten an den Standorten, mit anderen Worten, zu belassen. Mhm. Das heißt, die patientennahe Versorgung bleibt bestehen. Aus der Praxis wird eine Filiale des MVZs und dieses MVZ wird geführt durch das örtliche Krankenhaus. Okay. Das ist ein Pilotprojekt auch für die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, ja, das ich, wie gesagt, seit über 2 Jahren begleite. Ist das vielleicht einer der Hauptgründe, dass jetzt auch das Krankenhaus, du hast es gerade gesagt, Träger eines MVZ sein kann, während ja ein Krankenhaus nie Träger einer Gemeinschaftspraxis sein kann?
Völlig richtig. Ja, und deshalb eben auch die Möglichkeit jetzt für Krankenhäuser besteht, durch diese Form, durch diese Öffnung, nenne ich es mal, die Möglichkeit haben, in die ambulante Versorgung einzugreifen. Wäre das richtig? Völlig richtig. Ja? Völlig richtig. Völlig richtig. Ja. Das heißt, damit öffnet sich ja gerade für Krankenhäusern auch die Möglichkeit, vielleicht auch für finanzstarke Institutionen, nenne ich es jetzt mal, die hinter den Krankenhäusern stecken, die Möglichkeit, ja, in diese ambulante Versorgung, du hast es ja vorhin auch gesagt, kritisch gesehen einzugreifen. Also zu sagen, wir nehmen Sitze vom Markt, Patiententhema patientennahe Versorgung, unterversorgte Gebiete. Du hast im hausärztlichen Bereich ja schon angesprochen, ich habe eine interessante Statistik gefunden, die da beschreibt, dass im Augenblick Ende 2016 knapp über 2000 hausärztliche Sitze mittlerweile in einem MVZ hängen, in Anführungsstrichen hängen, mhm. ja, oder verbandelt sind. Das ist natürlich, und dann nochmal über 1700 fachärztlich-internistische Sitze. Das ist natürlich eine Riesenanzahl. Nimmt man da nicht der ambulanten Versorgung und eben auch den Patienten die Mediziner weg? Das ist selbstverständlich so. Man muss sich natürlich aber andererseits die Frage stellen, warum ist das so? Also ich kann es von vielen Planungsbereichen her so beantworten, das ist zum großen Teil aus der Not herausgeboren, weil die klassische Praxisnachfolge bei den Kolleginnen und Kollegen, die ihre Praxen übergeben wollten an Praxisnachfolger, nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann ist es natürlich, irgendwann ist auch der Punkt gekommen, wo die abgebende Ärztin oder der abgebende Arzt von einem Krankenhaus angesprochen wird oder vielleicht auch wiederholt angesprochen wird und dann einfach auch die Bereitschaft dann da ist, an das Krankenhaus, an das MVZ zu verkaufen, mangels Alternativen. Mhm. Absolut. Also ich möchte, auch wenn es da selbstverständlich keine Statistik drüber gibt, aber wenn man mal in einem Fragebogen all die abgebenden Kolleginnen und Kollegen fragen würde, dann glaube ich, dass ein ganz, ganz großer Anteil der abgebenden Ärztinnen und Ärzte das deshalb getan haben, weil sie keine Nachfolger gefunden haben. Also ist es dann auch in dem Moment ein wirtschaftlicher Grund zu sagen, ja, ich gebe das ans Krankenhaus ab. Natürlich. Auf der einen Seite, weil ich vielleicht noch ein gewisses Salär bekomme und ich kann dann diesen Sitz oder meine Patienten auch übergeben. Das wäre dann der zweite Bereich, dass ich weiß, ja, meine Patienten werden auch weiter betreut durch das Krankenhaus. Und du hast es ja gerade gesagt, es ist ja nicht nur schlecht, sondern gerade wenn man in einem Pilotprojekt mal versucht, die Räumlichkeiten des Arztes mit zu übernehmen, also die patientennahe Versorgung an dem Ort zu belassen und auch zu sagen, der Arzt bleibt dann da, dann wäre das ja eine Lösung, wie man solchen Dingen gerade in ländlichen Gebieten und Gemeinden auch entgegenwirken könnte. Ne? Da geht's das ist völlig richtig. Gerade im hausärztlichen oder auch im internistischen Bereich. Ich habe hier nochmal eine andere Statistik, die gerade beschreibt, dass in 2016 habe ich hier, wie viel MVZs waren es? Knapp 2.500. Dass von diesen 2.500 rund 48% in Kernstädten sind, in Ober- und Mittelzentren rund 39% und in ländlichen Gemeinden die medizinischen Versorgungszentren bei knapp 13 bzw. 14% nur liegen. Ja. Das wäre für mich zum Beispiel ein Grund zu sagen, da müssten viel mehr medizinische Versorgungszentren entstehen, gerade im ländlichen Bereich, damit man eben da dieser drohenden Unterversorgung gerade im Bereich der Hausärzte entgegenwirken kann. Gibt es da aus deiner Sicht Tendenzen? Ja, also es gibt in unterschiedlichen Bundesländern Pilotprojekte. Also ich habe das hier in Rheinland-Pfalz mitbekommen. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein weiß ich es ebenfalls. Mhm. Das wird ja auch durch entsprechende auch Fördermittel auch versucht zu erreichen, wo man genau auch die unterversorgten Gebiete mit Zuschüssen von 25.000 bis 50.000 Euro fördert, wenn sich ein junger Kollege bzw. eine junge Kollegin im hausärztlichen Bereich in den unterversorgten Gebieten niederlassen will. Mhm. Das gibt es in den Ansätzen, keine Frage. Man muss natürlich nur abwarten, ob es dann wirklich auch so in Anspruch genommen wird, aber die Tendenz, derartige MVZs in ländlichen Gebieten auch einzurichten, die Tendenz ist auf jeden Fall da.
Das, also die für mich ja sowieso eines der wichtigsten Aufgaben, die wir auch in der Zukunft im ambulanten Bereich haben, zu sehen, dass wir dieser drohenden Unterversorgung entgegenwirken, gerade im hausärztlichen Bereich. Ich glaube, im fachärztlichen Bereich wird das nochmal anders sein. Aber die Grundversorgung für den Patienten im ländlichen Bereich, das ist für mich ja eine ja, fast Lebensaufgabe zu sagen, das müssen wir so hinbekommen. Denn gerade wenn man weiß, wie wichtig es ist, eine Notfallversorgung auch zu gewährleisten im richtigen Moment, ja, ist das, glaube ich, eine gute und tolle Möglichkeit. Ich würde, wenn ich gleich nochmal die Möglichkeit habe, aber natürlich auch nochmal, weil man da wirklich auch unterscheiden muss zwischen dem, was wir jetzt besprochen haben, hausärztliche Sitze und MVZs, muss man meiner Meinung nach aber auch nochmal sehr kritisch mit dem Thema auch Übernahme von fachärztlichen Sitzen durch MVZs und dort insbesondere auch, du hattest es vorhin kurz mal auch angesprochen, dass ja auch andere institutionelle Anleger in diesen Bereich des Gesundheitswesens hinein wollen. Und da hat es einfach, ich habe das an mehreren Standorten auch mitbekommen, sehr, sehr halt auch Verwerfungen gegeben, was die Übernahme derartiger Facharztsitze anbetrifft, wo auch eine klassische Übernahme durch eine Kollegin oder Kollegen deshalb nicht stattgefunden hat, weil es einfach große Player am Markt gegeben hat, die für den abgebenden Arzt einen Kaufpreis geboten haben, der von der Ärztin oder dem Arzt, der übernehmen wollte, nicht zu finanzieren war. Mhm. Diese Entwicklung, die gibt es insbesondere natürlich, ich sag mal, in den Fachrichtungen der Großgerätepraxen, konventionelle Radiologie, Strahlentherapie, NUK, Kardiologie, aber auch Orthopädie, da sind einfach auch Strukturen entstanden, die man, weiß Gott, nicht begrüßen kann, weil einfach so viel Geld auch in bestimmten Bereichen da sind von Kapitalanlegern, von großen Institutionen, die in den Gesundheitsmarkt hinein wollen. Und da entstehen Strukturen, die ich persönlich jedenfalls nicht gutheißen kann. Die sind aber schon zum großen Teil entstanden. Man hält diese Entwicklung auch nicht auf. Aber das ist sicherlich etwas sehr, sehr Negatives, was auch mit dem Thema MVZ einhergeht. Also negativ verstehe ich dich richtig aus der Sicht der Patientenversorgung, weil eben dann die Ärzte bzw. die Praxen und damit eben die Versorgung der Patienten nicht gewährleistet ist, weil diese Praxis dann zumacht, nicht mehr da ist, ans Krankenhaus angebunden wird oder in einem Konzern untergeht. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, weil natürlich bei der Gründung derartiger fachärztlicher MVZs ganz neue in der Regel auch Baukörper entstehen, wo natürlich auch auf Dinge der Funktionalität etc. Wert gelegt wird, Kosten, Synergien abgebaut werden etc. pp. Und das bedingt natürlich, dass die Vertragsarztsitze von den bisherigen Praxen weg in diese Zentren verlegt werden, mit dem großen Nachteil natürlich für Patienten und Angehörige, sich dort hinbegeben zu müssen, wo dann teilweise aber auch in der Struktur 15, 20 Kilometer vom bisherigen Praxisstandort entfernt diese MVZs entstanden sind. Und das ist natürlich ein wesentlicher Nachteil. Aber ich sage auch noch mal dazu, da gehört natürlich auch eine Renditeerwartung dieser institutionellen Anleger dazu, die aus meiner Sicht es eben nicht so in den Vordergrund stellen, den Patienten und das Patientenwohl in den Vordergrund zu stellen, weil natürlich auch hier entsprechende Renditen abgeliefert werden müssen, die zu keinen gesunden Strukturen führen und die vor allen Dingen nicht dazu führen, dass der Arzt oder die Ärztin eben eine solche Praxisnachfolge antreten können, weil sie nicht in der Lage sind, mit derartigen institutionellen Anlegern die Kaufpreise zu bezahlen, die eben hier von derartigen Kapitalanlegern dann halt gezahlt werden. Und das ist eine sehr, sehr ungesunde Entwicklung. Siehst du das, weil du hast einige Fachrichtungen ja angesprochen, die das betrifft, also Großgerätepraxen, gerade im Bereich der Radiologie, Strahlentherapie und so weiter, Orthopädie, wir erleben es ja bei Zahnarztpraxen auch Nephrologie können wir natürlich auch noch dazu nehmen. Genau, können wir dazu nehmen. Die Frage wäre jetzt,
je mehr solcher Zentren entstehen, also große Zentren entstehen und je mehr die Industrie darauf aufmerksam wird, setzt das die einzelne kleine Praxen, die sich vielleicht bewusst noch dagegen entscheiden, also klein im Sinne von Einzelpraxis, nicht Konzern übernommen, setzt die das so unter Druck, auch wirtschaftlich unter Druck, dass es irgendwann eine Tendenz gibt, dass das nur noch passiert, also dass nur noch große Firmen übernommen werden. Denn vor dem Hintergrund, sich das mal zu überlegen, kann es ja auch gut sein, dass es ein finanzkräftiges Unternehmen schafft, eine Praxis zu unternehmen, umzustrukturieren, neu aufzubauen, moderner hinzubekommen, bessere Medizin zu machen, für den Patienten einfachere Wege zu schaffen. Ich nenne jetzt mal das Thema Digitalisierung, Systematisierung. Wenn zum Beispiel dann die einzelnen Praxen, die kleineren, die nicht industriegebunden sind, das wirtschaftlich nicht schaffen können und damit vielleicht in Anführungsstrichen eine Medizin machen, die vielleicht länger dauert und dem Patienten gar nicht so viele Vorteile bringt? Das ist sicherlich ein massiver Druck, der schon seit Jahren auf Einzelpraxen oder auch auf Zweier-Gemeinschaftspraxen, aus zwei Ärzten bestehende Gemeinschaftspraxen besteht. Das ist definitiv schon so. Mhm. Und das wird aber nachhaltig auch anhalten, dieser Druck. Weil natürlich, ich sag mal, wie es gerade auch geschildert wurde, ist ja dann halt auch wieder die Reinvestition in entsprechende High-End-Geräte für eine Einzelpraxis oder auch für eine Gemeinschaftspraxis aus zwei Ärzten bestehen, kaum noch so ohne weiteres möglich. Weil natürlich dann auch der medizinische Standard in derartigen Zentren entsprechend ein anderer ist, kommt es da sicherlich maßgeblich drauf an, wie bleiben die bisherigen Zuweiserstrukturen erhalten. Mhm. Aber auch da glaube ich, dass der Druck auf kleinere Praxen, und dazu zähle ich jetzt, wie gesagt, auch kleine Gemeinschaftspraxen, wird in der Zukunft weiterhin massiv zunehmen. Das sehe ich persönlich so. Das ist natürlich ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch sehr, sehr lange sprechen können. Man merkt auch, je weiter wir sprechen, umso tiefer geht man auch rein in diese Materie. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück auf dieses Thema, die Entwicklung und Veränderungen am Markt. Jetzt gerade, was auch die Zusammenarbeit aus deiner Erfahrung mit den Ärzten angeht. Hat sich die Zusammenarbeit mit Ärzten deshalb auch verändert, weil Ärzte dieses Spektrum, wir begleiten den Arzt ja zum Unternehmer, das ist ja unser Anspruch, aber dass die Ärzte diese Beratungsleistung ja selbst gar nicht erbringen können und dass dieses Spektrum so groß ist, also das ist ja, man sieht es ja, dass selbst ein Unternehmen wie zum Beispiel die ASC Wirtschaftsberatung ja spezielle Berater für ein Einzelsegment aufmachen muss, nämlich für das Thema MVZ, damit es zielgerichtet beraten werden kann. Du hast ja gesagt, du bist ja bundesweit letztendlich tätig für ASI, weil ich glaube, neben dir, wer macht es noch? Glaube ich, keiner so spezialisiert. Vielleicht noch ein oder zwei. Ne? Ja. Vielleicht noch ähnlich spezialisiert sind. Also ist das ein Feld, wo der Arzt sich auf jeden Fall Beratung und Unterstützung holen muss, aus deiner Sicht? Ja, wobei ich aber jetzt auch langjährig rückblickend sagen muss, diejenigen, die sich damit beschäftigen als Ärzte, die wissen auch, ich komme ohne qualifizierte Steuerberater, Medizinrechtler nicht aus. Also das ist eigentlich meine Erfahrung, hat eigentlich von Anfang an stattgefunden, dass ich entweder mit anderen Beratern sofort am Tisch saß oder ich erstmal vielleicht als Erster dazu gezogen wurde. Aber wir dann sehr, sehr schnell eigentlich auch gemerkt haben, da muss dann halt auch noch ein Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater dazu, ich sag mal, die sich ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt haben, haben dann eigentlich auch von Anfang an erkannt, da brauche ich auf jeden Fall ganz qualifizierte Beratung. Das ist ja. Heißt das denn auch für den Arzt, dass er sich trotzdem mit der Materie auseinandersetzen muss und eben auch selber lernt, weil letztendlich bei aller Beratung, bei aller Begleitung, sowohl von Steuerberatern, Wirtschaftsberatern oder dem dann eben auch Juristen aus dem medizinrechtlichen Bereich, muss ja der Arzt trotzdem das MVZ leben hinterher. Ja? Inwieweit kann man den Arzt auf sowas vorbereiten? Sagen wir mal so, das halte ich schon für schwierig, so pauschal da eine Antwort drauf zu geben, weil man durchaus natürlich auch unterschiedliche Charaktere bei den Ärzten hat, die sich
zum Teil wirklich sehr, sehr stark in alle möglichen Materien eingearbeitet haben, bis zu Kollegen, die gesagt haben, dafür habe ich meine Berater, ich muss nur mal von oben drauf schauen. Also da kann man wirklich sagen, das ist von bis. Was ich natürlich immer versuche, die Ärzte dafür zu sensibilisieren, dass gerade wenn es um die kaufmännische Seite geht, also auch um das Betriebswirtschaftliche, wenn es um die gesamte Thematik der Abrechnungen geht, Häufigkeitsstatistik und Frequenztabellen, da versuche ich schon gemeinsam in der Regel auch mit dem Steuerberater die Ärzte schon dafür zu sensibilisieren, sich damit stärker auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist, sage ich einfach mal, für mich die Hauptaufgabe, die Ärzte dafür zu sensibilisieren. Denn das ist bei vielen auch zu Beginn nicht unbedingt so ausgeprägt. Aber da ja hier halt auch besondere Strukturen da sind in einem MVZ, halte ich gerade das für besonders wichtig. Mhm. Die Begleitung des Arztes auf diesem Weg, erkennst du da gerade, wenn der Arzt ist ja natürlich bei den Gesprächen mit dabei, du hast gerade gesagt, und du beziehst ja auch andere Berater mit ein, was ich für wichtig finde, damit der Arzt ja auch merkt, da ist ein Zusammenspiel, also man ist noch eine ganzheitliche Betrachtung. Der Arzt lernt also auf diesem Weg auch mehr von einem Thema, das ihm ja im Studium und im Krankenhaus eigentlich noch nie beschäftigt hat. Vielleicht war er schon selbstständig, aber das ist ja wirklich der nächste Schritt. Gibt es denn Ärzte neben den Krankenhäusern, wir haben es ja gerade gesagt, Krankenhäuser, die als Träger gründen, immer noch, die sagen, wir möchten jetzt gerne ein eigenes MVZ gründen und nicht eben nur mit einem Kollegen, sondern vielleicht auch fachgruppenübergreifend MVZs gründen. Gibt es das auch noch? Das gibt es noch, hat aber, ich sag mal so, von der Historie jetzt rückblickend bis 2004 deutlich nachgelassen. Mhm. Also ich sag mal, diejenigen, die offen waren, die sich mit den Veränderungen, die das MVZ mitgebracht hat, beschäftigt haben, haben in der Regel auch in den zurückliegenden Jahren das realisiert. Es kommt immer wieder mal hoch, aber von der Quantität her längst nicht vergleichbar, wie es in den ersten Jahren, seitdem die Möglichkeiten bestanden, auch gerade fachübergreifend so ein MVZ zu gründen, ist das deutlich zurückgegangen. Hast du da irgendeine Zahl im Kopf, wenn man das mal vergleicht, oder weißt du da zufällig was? Man sagt, wie viele Krankenhaus-MVZs bestehen und wie viel so von der Einstufung her? Wie viele von Ärzten gegründete MVZ gibt es? Da gibt es auch eine Statistik, die habe ich jetzt gerade nicht vorliegen, aber die KBV veröffentlicht, also die Kassenärztliche Bundesvereinigung, halbjährlichen Abständen auch immer die entsprechenden MVZ-Zahlen, dann auch unterteilt in MVZs gegründet von Krankenhaus, Klinikträgern und niedergelassenen Ärzten. Mhm. Aber da ist auf jeden Fall eine deutliche Tendenz zugunsten der Krankenhäusern in den letzten Jahren gewesen. Also die Zahl der Gründungen durch Krankenhäuser hat deutlich zugenommen. Gut, würde ja auch dafür sprechen, weil die Krankenhäuser letztendlich einfach sich ein Stück von dem Kuchen des ambulanten Bereiches ja mit abschneiden möchten und natürlich damit auch unmittelbare Zuweise haben für die Patientenversorgung im Krankenhaus. Ne? Also ja. Da, das ist natürlich lukrativ, weil gerade auch Krankenhäuser wirtschaftlich denken müssen. Ich hab gelesen, dass ungefähr 6 bis 7 Ärzte im Schnitt in einem MVZ tätig sind. Ist das das, was du auch ungefähr kennst? Oder siehst du das vielleicht auch bundeslandbezogen? Weil wir arbeiten hauptsächlich in NRW, auch wenn du natürlich in anderen Bereichen noch unterwegs bist. Unterscheiden sich da Bundesländer auch? Also mit Sicherheit muss man ein Bundesland herausnehmen, das ist Berlin. Also Berlin kenne ich den Markt selber auch sehr, sehr gut. Da sind halt sehr, sehr große, von Anfang an institutionelle Träger auch gewesen, Polikum, um eins nur zu nennen, was bundesweit auch bekannt ist. Dort sind halt ganz andere Strukturen, halt auch mit 20, 30 Ärzten, die dort tätig sind, wobei man natürlich auch da immer noch mal gucken muss, ob die dann halt halbe Stellen haben oder volle Versorgungsaufträge erfüllen. Aber da weiß ich, dass definitiv die Strukturen anders sind. Genauso muss ich es dazu sagen, auch in Baden-Württemberg und Bayern. Ja. Dort sind mir, die ich auch teilweise selber in München betreue, MVZs bekannt mit deutlich größerer Anzahl an Ärzten, die dort tätig sind. Mhm.
Also hier in den Bundesländern, ich sag mal Westfalen-Lippe und Nordrhein, auch das ist bekannt, die kassenärztlichen Vereinigungen gehören nicht unbedingt jetzt zu denen, die die Gründung von MVZs gepusht haben, wie das teilweise in den anderen kassenärztlichen Vereinigungen der Fall war. Aber die Anzahl der Ärzte, die hier tätig sind, sind zum großen Teil unter den kassenärztlichen Vereinigungen, die ich vorhin kurz genannt habe. Ja, jetzt muss ich immer so ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir sind schon fast 40 Minuten dabei, dass die Zeit verfliegt im Flug. Man merkt einfach, dass das ein spannendes Thema ist. Vielleicht müsste man, wenn man wirklich noch tiefer will, sich einzelne Bereiche der MVZ-Struktur mal rausnehmen, wirklich nur Krankenhäuser besprechen. Aber ich glaube, um meinen Eindruck zu bekommen, waren da wirklich schon einige sehr, sehr interessante Learnings auch dabei, nämlich mal zu überlegen, ist das MVZ immer nur schlecht oder ist es immer nur gut? Die Einstiegsfrage war ja tatsächlich auch nochmal, spricht das deutlich in, oder stellt das die Einzelpraxis in Zukunft vor große Probleme? Also so, wenn ich das raushöre, höre ich einfach, dass das sowohl als auch bestehen bleiben muss. Also wir haben ja gesagt, das hast du auch nochmal rausgestellt, dass es schon wichtig ist, dass wir nah am Patienten bleiben mit der Versorgung, aber dass vielleicht für einige Bereiche auch da wirklich Chancen entstehen. Also es ist nicht alles schlecht. Sondern es ist ganz im Gegenteil vielleicht ein gutes Zusammenspiel, wie es immer ist, auch institutionelle Anleger mit ins Boot zu nehmen, die vielleicht Finanzkraft mitbringen und die vielleicht in unterversorgten, nicht so gut aufgestellten Gebieten dafür sorgen können, dass wir vielleicht längere Anfahrtswege haben, aber vielleicht auch auf der anderen Seite eine bessere medizinische Versorgung dadurch. Ne? Ich gucke mal so ein bisschen auf die Fragen, die wir besprechen wollten. Wir sind da eigentlich ganz gut durch. Wenn du aus deiner Sicht überlegst, wenn jetzt ein junger Arzt, junge Ärztin sich gründen will, und wir haben ja eine Tendenz, dass sehr viele in die Anstellung wollen, du hattest es vorhin auch schon gesagt, also dass gerade ja auch die weiblichen Mediziner immer mehr so darauf aus sind, auch mal eine halbe Stelle oder mal eine Viertelstelle zu bekommen. Wo siehst du so ein bisschen die Tendenz in der Zukunft, was jetzt die ambulante Versorgung angeht? Also so wie ich es halt auch bei den Bewerbungen, wenn wir angestellte Ärztinnen und Ärzte suchen, sehe ich für die ambulante Versorgung nach wie vor ein großes Problem darin begründet, dass es eben aus meiner bisherigen Erfahrung nicht genügend Ärztinnen und Ärzte gibt, die bereit sind, in die ambulante Versorgung einzusteigen. Also gerade natürlich auch bedingt dadurch, dass ein überwiegender Teil, man spricht ja auch von einer Verweiblichung der Ärzteschaft, eben Frauen sind. Und die Bereitschaft, dann, ich sag mal, Work-Life-Balance, ihr Privatleben mit Kindern und einer ambulanten Tätigkeit zu verknüpfen, sind einfach in MVZ-Strukturen als angestellte Ärzte einfacher, als das Risiko auch zu übernehmen, selbst in die ambulante Versorgung durch Übernahme einer Praxis einzusteigen. Und das sehe ich auch für die nächsten Jahre als ein riesengroßes Problem, weil man ändert ja auch die jetzigen Medizinstudiengänge mit den Zusammensetzungen der Studentinnen und Studenten nicht. Und da sehe ich auch für die nächsten Jahre keine Lösung darin, dass entsprechende finanzielle Anreize, ich hatte es vorhin durch entsprechende Förderbeträge angesprochen, das löst aus meiner Sicht die Probleme erstmal noch nicht. Dann müssen wir einfach, Jörg, stark sein und weitermachen und jedem Arzt raten, sich niederzulassen, damit das genau nicht passiert. Also ich habe das wirklich, das habe ich, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal gesagt, wirklich zu meiner Aufgabe gemacht, zu sagen, wir müssen dieses Projekt, was auch die Kassenärztliche Vereinigung aufgefahren hat, lass dich nieder, noch weiter zu fördern und absolut, wie man es auch immer weiter trägt. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir sind eine Industrienation, da darf es nicht dazu kommen, dass irgendwelche Gebiete nicht mit Ärzten im ambulanten Bereich versehen sind. Also das wäre ein Desaster aus meiner Sicht. Jörg, erstmal vielen Dank bis dahin. Zum Schluss noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Ja. Also die Fragen, die ich jedem Interviewgast zum Schluss nochmal stelle. Die Zukunft der Medizin, hast du vielleicht gerade schon gesagt, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht so in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Ja, wie ich ja vorhin schon sagte,
sehe ich die Entwicklung halt kritisch vor dem Hintergrund, dass eben die Bereitschaft, sich halt auch als Frau niederzulassen, halt noch nicht so in der Größenordnung da ist, dass diese ambulanten Strukturen so ohne weiteres aufrechterhalten bleiben können. In ländlichen Gebieten sehe ich da für die nächsten Jahre große Herausforderungen auf uns zukommen und hoffe, wie gesagt, dass, wie du es auch vorhin angedeutet hast, vielleicht auch bestimmte Förderprogramme, Maßnahmen auch der kassenärztlichen Vereinigungen einen kleinen Teil dazu beitragen. Aber ich sehe das kritisch. Okay. Wenn du auf dein ja, sehr bewegtes und vor allen Dingen auch sehr erfahrenes Berufsleben zurückblickst, würdest du heute gern irgendwas anderes machen oder etwas ändern, damit heute etwas anders dasteht? Nein, also ich bin, wie ich ja schon sagte, jetzt mein halbes Leben, 29 Jahre in der Beratung von Ärzten und Krankenhäusern, MVZs tätig. Bin eigentlich mit dem, muss ich ganz ehrlich sagen, rundum zufrieden. Im Gegenteil, ich sage ganz offen, in den letzten insbesondere 10 Jahren sind die Herausforderungen noch größer geworden, weil einfach die Beratungen auch komplexer geworden sind. Für mich aber immer eine große Herausforderung waren, mit der ich mich gerne auseinandergesetzt habe. Von daher hat mir meine Beratungstätigkeit eigentlich von Jahr zu Jahr mehr Spaß gemacht. Ja, gut, jetzt kenne ich dich aus dem täglichen Beratungsbereich, kann das absolut bestätigen, dass du dich gerade für den Bereich immer sehr, sehr persönlich eingesetzt hast und da auch immer sehr viel Spaß vermittelt hast. Also auch gerade für den sehr trockenen, aus meiner Sicht, juristischen Part. Ja, also das war schon immer sehr gut. Gibt es einen Ort auf der Welt, an dem du gerne arbeiten möchtest? Also außer dem Ort, wo du gerade bist? Oder ist das der Ort? Also da muss ich jetzt sagen, arbeiten kann ich ja im Grunde genommen, das ist ja das Schöne, das weißt du ja auch, eigentlich von überall. Ich bin die ganzen Jahre bis auf 2,5 Jahre nach der Wende, wo ich in Halle an der Saale und Leipzig tätig war, für unser Unternehmen eigentlich immer in Essen. Und ich fühle mich dort nach wie vor als Gesellschafter wunderbar aufgehoben. Du trägst auch dazu bei, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Also von daher, sage ich ganz ehrlich, ist eigentlich für mich der Nukleus Essen eigentlich immer der Ort gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe und gerne gearbeitet habe. Und das sicherlich auch noch jahrelang tun werde. Schön, sehr schön. Das Ruhrgebiet gefällt uns also allen sehr gut. Genau. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen, motiviert hat in der letzten Zeit, in den letzten Jahren? Als Tipp für unsere... Also ich muss dazu sagen, zu meiner Schande, ich würde viel, viel lieber ins Kino gehen, als ich es die letzten Jahre gemacht habe. Aber ein Film, der mich persönlich besonders berührt hat, der auch mit einer Erkrankung zu tun hat, ist ein Film, der mir sehr nahe gegangen ist und den ich immer auch weiter empfehle, wenn er mal wieder auch im Fernsehen läuft. Das ist der Film Honig im Kopf mit Dieter Hallervorden und der kleinen Emma, der Tochter von Til Schweiger. Genau, ich hatte jetzt gerade überlegt. Ja. Und das ist ein Film, der mir persönlich sehr, sehr nahe gegangen ist, weil er ja die Erkrankung Alzheimer zum Gegenstand hat, die jeden von uns auch schon in jüngeren Jahren ereilen kann. Und der Film, muss ich sagen, ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Und ich kann nur jedem, der den Film noch nicht gesehen hat, nur empfehlen, wenn er mal im Fernsehen auch läuft, sich diesen Film anzuschauen. Und als Buchempfehlung von deinen vielen Büchern, die du gelesen hast, gibt es da irgendwas? Ja, da bin ich natürlich schon geprägt durch mein Interesse, insbesondere natürlich auch Geschichtsbücher halt zu lesen. Und da kann ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein Buch gerade heute im Jahr 2018 empfehlen, nämlich vor genau 100 Jahren war der Erste Weltkrieg 1918 beendet. Die Monarchie wurde gestürzt. Es kam hier in Deutschland dann die ganze Diskussion der Weimarer Republik mit allen Verwerfungen, Radikalisierungen. Da gibt es ein Buch von Joachim Kepner, das heißt 1918, Aufstand für die Freiheit. Das lese ich gerade. Und das ist eines von vielen Büchern, die mit dem Jahr 1918 zu tun haben, das mir aber persönlich, nachdem ich in vielen Büchern mal reingelesen habe, mit Abstand am besten gefallen hat. Und das ist meine
Empfehlung von Joachim Kepner 1918. Sehr schön. Wir machen sowieso alles das als Empfehlungen auch unten in die Shownotes, also dass jeder das nachlesen kann und sich das Buch nochmal anschauen kann. Ich würde auch gerne das Thema Stadtführung Duisburg mal einfach verlinken, damit man vielleicht auch mal draufgehen kann und vielleicht, wenn man möchte, auch zu den Themen persönlich mit dir Kontakt aufnehmen kann. Zum Schluss, letzte Frage nochmal. Wen würdest du uns für diesen Podcast als Podcast-Gast empfehlen? Da hast du mir im Vorgespräch schon gesagt, es gibt jemanden, den du uns empfehlen würdest, der sehr gut passen würde, aber das verschieben wir auf später, weil du ihn gerne erst vorab persönlich fragen möchtest, was ich sehr, sehr gut finde. Denn bevor wir irgendjemanden überraschen und seinen Namen hier nennen, vielleicht auch aus der Öffentlichkeit, machen wir das auf jeden Fall so, das tragen wir danach. Jörg, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für alle die, die mal wissen wollen, wann wir das hier machen. Das ist Sonntagvormittag, später Vormittag, jetzt ist kurz vor 12. Also auch das, Jörg Weißmann hat sich Zeit genommen, um uns dieses Thema medizinisches Versorgungszentrum etwas zu erklären. Wer unmittelbar Kontakt mit Jörg aufnehmen möchte, wir werden auch seine E-Mail-Adresse in die Shownotes verlinken, sodass man direkt auch Kontakt aufnehmen kann, sollte Fragen zu diesem sehr speziellen Thema sein. Ansonsten immer gerne über mich und dann leite ich es an Jörg weiter, weil wir sitzen zwei Büros nur voneinander entfernt. Also ja, ganz lieben Dank nochmal. Schönen Sonntag für dich und deine liebe Frau. Und für Sie nochmal danke fürs Zuschauen. An eine Bitte habe ich zum Schluss noch. Bewerten Sie uns bitte bei iTunes oder YouTube. Und auch wenn ich bewerten sage, dann meine ich das auch. Schreiben Sie ruhig zwei Sätze dazu, denn nur so können wir erfahren, was wir in Zukunft anders besser machen können. Und vielleicht auch einen Hinweis zu den Gästen bekommen. Das ist uns auch immer sehr wichtig, denn nur dann kriegen wir auch wieder neue Gäste und können vielleicht so interessante Gespräche führen wie heute mit Jörg. Also ganz lieben Dank. Jörg, nochmal schönen Sonntag an Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und wünsche ich Ihnen deinen Lieben auch. Dankeschön. Bleiben Sie aktiv, unternehmen Sie was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.